Sirene wäre gegangen. Du gehst ja nicht so frech. Aber Chefin, das würde ich mir doch nie erlauben. Aber wenn Sie jetzt auf meine Anwesenheit keine weitere Wertschätzung mehr legen, dann wende ich mich jetzt wieder wichtigeren Dingen zu. Bricht der Fein nichts ab, gell? Ich bin schon froh, wenn du deine Arbeit richtig machst. Worauf Sie sich verlassen können. Glaubst du das? Franziska! Oh, wo steckst du denn schon wieder? Oh. Da waren die beiden! Keine Absicht. Ja, nein, ist ja recht. Das nächste Mal werde ich mich vorher anmelden. Nicht, dass du mal tot umfallst. Tot? Tot? Franziska, bitte sei doch nicht immer so gewöhnlich. Wenn unsere Gäste ja mal da sind. Nein, ich verleugne halt meine niederbayerische Herkunft nicht. Ja. Also, was feit? Was feit? Bitte, Franziska, red doch nicht immer so gescheert daher. Was feit? Das heißt, was fehlt? Außerdem feilt sie nichts. Warum blärst du denn so? Ich habe nicht geblärt, ich habe dir gerufen. Und Franzi, wie oft soll ich das nur sagen? Ich möchte nicht, dass du mich duzt. Ich möchte, dass du mich mit sie ansprichst. Verstanden? Entschuldigung, heu vergessen. Oh, ja. Also, warum haben sie noch blärt? Ich meine, warum hat sie gerufen? Ja, warum? Ah, du. Die Mulchkörner müssen noch ausgespült werden. Und weil ich mit meinem 13 nicht schwer heben kann, müssen die... Die zwei Kälber noch gefordert werden. Ist ja aber schon passiert. Und ausgewaschen. Ja, aber das füttern wir doch am selbst seine Arbeit. Nein, ich hab mir gedacht, ich mach das aus Tierschutzgründen lieber selber. Wieso aus Tierschutzgründen? Weil der Herr Josef Burger doch zu Hören geboren ist. Bis der studierte Agrarökonom und Oberschlauberger bei so einem kleinen Kalbe den Einfühlstutzen findet, ist das arme Viech doch schon längst verdurst. Doch, ich hab fein und immer den richtigen Stutzen ins richtige Loch reinbrochen. Freilich? Fragt sie bloß. Fragt sie. Ausreden lassen. In welcher Zeit? Ja, möchtest du vielleicht damit sagen, dass ich am Ende der Tage der Lernzieher war, hä? Ein was? Bitte, bitte, red's doch Deutsch. Das hast jetzt du gesagt. Ja, weil ich mach nämlich schon alles richtig. Und vor allem fordert ich dem Kalbi kein Heu zu. Wenn ein Kalbi zwei Wochen alt ist, braucht's ein Heu, wegen die Haarbeulen im Pansen. Das hat schon meine Oma gewusst. Ja, das macht man vielleicht in Niederbayern so. Aber das Verfüttern von Raufutter am Mastkälber kann zu Lautmagengeschwüren und sonstigen Problemen führen. Ja, wie zum Beispiel... Zum Beispiel abnormales Zungenrollen. Also, sehr bezerrt, aber auch. Und wer sagt nachher das mit dem falschen Futtern? Mein Dozent in der Hochschule zu Wein, Stefan. Vorlesung Tierernährung, drittes Semester. Also, Chefin, was soll man jetzt machen? Ich meine, das Zufüttern von Mais, das war doch viel besser. Ja, Bayern, was soll man da? Wir haben schon von jeher ein Heu gefordert. Ja, also ich finde, das soll mein Mo entscheiden. Ja, weil der ist schließlich der Bauer. Und die Kalbin sind ja jetzt gefordert. Jetzt geht's mal wieder an Eier an der Arbeit. Chefin, ich arbeite die ganze Zeit, gell? Und zwar ausschließlich. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ich vielleicht nicht? Ja, jedenfalls ließ ich neben der Arbeit nebenher nicht immer so komische Heftel da. Die ließ ich ja gar nicht. Das ist doch bloß wegen dem Preisrätsel. Und die löse ich in meiner ordnungsgemäßen Arbeitspause. Apropos Preisrätsel. Wisst ihr, was das ist? Bayerische Jungschweine in einem arg heftigen Wind.
so ein Schmarrn. Kein Schmarrn! Fackeln im Sturm! Also bevor da jetzt ein ganz anderer Sturm losbricht, marsch jeder an seine Arbeit. Sepp, ja, ich weiß schon. Vorne kommen. Ja, und Franzi, du... Mist abladen und dann Hähnerstall. Ja, ich auf Zeiten hab, denn ich auf dem Hof gar kein mehr was zum Anschaffen. Doch, wo? Ja, du bei mir. Du Weibi! Nein, nicht schon wieder! Was denn? Das weißt du ganz genau! Nein, was? Was? Ich möchte nicht, dass du Weibi zu mir sagst. Schon gleich gar nicht vom Personal. Geh bitte, ich bin doch kein Hund. Haben wir ein schönes Fressi-Fressi fürs Weibeli. Entschuldige, meine liebe Kathi! Katrin! Rrr. So viel Zeit muss sein! Schon meine Mutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich mit vollem Namen angesprochen werde. Naja, bei euch auf dem Land ist das vielleicht anders. Mein Gott, wie habe ich das vergessen können, gell? Du kommst doch von München. Ja. Besser gesagt vom Hasenbergl, ja. Hasenbergl? Also bitte, aus Milbertshofen? Ja. Mein Vater hat die halbe Schleißheimer Straße gehört. Der war ein angesehener Realitätenbesitzer. Ach, du schon gehört. Und zu mir hat der Vater gesagt, als ihr vor 25 das erste Mal bei uns heraus den Urlaub gemacht habt, er war ein Hausmeister. Naja, und du wolltest doch unbedingt der Bäuerin werden. Also, finde endlich damit ab, dass bei uns am Land heraus nicht so geschwollen zugeht wie bei euch in der Stadt drin. Hast ja recht. Ich bin bloß so zuwider, weil ich mich nicht rühren kann wegen meinem Kreuz. Und gibt's was mit dem Sepp und mit der Steffi? Nein. Bloß, wenn sie mich manchmal halt so Sachen fragen, mit dem Hof und mit dem Viech, dann stehe ich halt manchmal da und... Dann sagst du, sie soll mich fragen. Ja, weil du kommst da gewissermaßen nicht vom Wipfelbach, sondern vom... Aus Milbertshofen. Ja. Du bist so rücksichtsvoll, eine wahre Stütze. Oh, apropos Stütze, wie geht's in deinem Kreuz? Danke der Nachfrage, geht schon wieder. Aber zwei Wochen wird's mindestens noch dauern. Und dann darf ich noch viel länger nichts heben, sagt der Doktor. Macht doch nichts, dafür ist jetzt die Franzi und der Sepp da. Aber die Franzi ist ja eigentlich für den Haushalt eingestellt. Ja, ich berät dich schon noch mit ihr. Aber wirklich? Ja, ich habe schon gesagt, dass sie aus ihrem Zimmer raus muss, wegen dem Umbau von der Ferienwohnung, ja? Hoffentlich ist das alles geklärt, weil sonst stehe ich wieder da und... Ja, du, ich muss dann her noch mal schnell in den Saustall hinter. Vorher muss ich noch zum Vordermeier wegen die Deckenbretter für die Ferienwohnung. In 14 Tagen muss das alles fertig sein. Dass aber auch wieder alles zusammenkommt. Bleib sitzen, bleib sitzen. Ich finde den Weg schon allein. Schließlich bin ich auf dem Hof da geboren, gell? Du bist und bleibst ein Spinner. Aber ein liebenswerter, gell? Sonst hättest du mich vor 20 Jahren kaum geheiratet. Ja. Oder hab ich dich geheiratet? Aber hab ich vielleicht schon wieder unseren Hochzeitstag vergessen? Nein. Nur eine kleine Vorwarnung. In zwei Wochen wär's dann soweit. Dass aber wieder alles zusammenkommen muss, he? Was? Deine Worte, mein liebes Weibi. Kat, Theorien. Ja, ja, natürlich. Also bis später. Vierte Weibi, gell? So, Kaffeepause. Was? Jetzt schon? Laut Arbeitsvereinbarung stehen mir als angehende Hauswirtschaftsmeisterin neben der gesetzlichen Mittagspause auch zweimal täglich eine Pause von 15 Minuten zu. Und da bin ich eisern. Na, ja. Oh, Franzi, bitte. Nicht immer mit den dreckigen Gummistiefeln vom Stall durch die Küche. Wie oft hab ich dir denn das schon gesagt? Sehr oft. Ja. Aber ich merk's mir schon noch. Derst ruhig sitzen bleib, Eiren. Passt schon. Ach so. Na, ist ja recht, wenn's passt. Aber sag einmal, Franzi. Also, Stallgewand, das kannst du schon mal wieder lüften. Es riecht schon ein bisschen arg streng. Ein paar Tage geht's schon noch. Was hast denn du da eben für Heftel dabei? Rätselheftel. Da kann man vielleicht ganz schön was gewinnen. So? Und was zum Beispiel? Fernseher, Mikrowelle, Fahrradl für drinnen. Vor zwei Wochen haben sie sogar eine Woche Überraschungsferien auf einem Bauernhof als Preis gehabt. Lösungswort: Verwöhnurlaub. Aha. Und hast du schon mal was gewonnen? Nein. Oh. Aber ich weiß ganz genau, einmal gewinne ich den Haupttreffer. Nix für ungut, ich muss in die Küche. Hab schon verstanden. Was? Na,
Die Küche ist schließlich mein Geil. Du beiden, ich wasch dann die Frühstückssachen schon noch ab. Die Kalben waren halt bloß wichtiger. Also so alt und krank bin ich auch noch nicht, dass ich das Frühstücksgeschirr nicht noch allein schaffe. Schließlich gehst du ja für mich in den Stall. Oh. Mhm. Außervertraglich. Verpflichtet war ich dazu nicht. Und ich hab's da schon immer gesagt. Das mit dem Wehdamm am Rücken, das kommt von den schlechten Matratzen. Ja. Meine müssen auch mal erneuert werden. Ja. Wenn ich da drin liebe, nachher kann ich mir mit der großen Zecher in die Nase legen, kitzeln. Ja. Also das berät dann schon der Bauer mit dir. Der muss auch noch wegen deiner Kammer mit dir reden, gell? Ich schon auch mit ihm. Ja, der riecht es dann schon. Und das Mittagessen ist dann wieder dein Geil, gell? Ich kann euch doch nicht verhungern lassen. Ha, sind wir wieder bei den Heftl. Große Preisfrage. Wer war die Schwiegermutter von Adam? Ich tu grad Rätseln. Gehirntraining, verstehst? Das tat dir auch nicht schon. Ich trainiere mein Hirn Tag und Nacht. Mit saudummen Sprüchen, das kann ja jeder. Ja, und was kann man da mit denen Preisrätseln? Saudumme Frage. Da kann man gewinnen. Größter See in Bayern mit 8 Buchstaben. Wenn ich dir helfe, teilen wir uns dann den Gewinn. Kaum. Chiemsee. Das ist jetzt aber nicht fair. Ich meine, ich helfe dir großherzig und du willst alles für dich allein. Also gut, wenn ihr da bei dem Rätsel gewinnen sollt, dann teilen wir uns den Gewinn. Ja, super. Für die war es dann jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und für mich die anderen Tag. Aha, ja und was war das dann für ein Gewinn? Ein Dirndl rot-blau gemustert. Ha, ich glaube, die Farbkombination, die steht mir nicht so ganz. Da schau ich mir dann doch lieber die ganze Woche in dem rot-blau gemusterten Dirndl an. Apropos Dirndl, du bist doch auch für die Bettwäsche und die Handtücher zuständig. Ja, aber über deine Bettwäsche will ich lieber nichts sagen. Und die Handtücher? Wieso? Ein Fleck auf einem Badetuch sagt mehr als jedes Tagebuch. Was ist das? Nein, jetzt im Ernst. Du, warum sind unsere Handtücher immer so bredelhart? Weil die Frau Chefin gesagt hat, ich soll am Weichspüler sparen. Was? Was? Und das lässt sich unser Bauer gefallen haben? Nein, für die bäuerlichen Handtücher und Bettwäsche ist schon einer da. Das ist ja eine Zweiklassengesellschaft. Und ich hab gedacht, sowas macht einem abgehärteten Naturkörper und Bauern die Geschäde nichts aus. Ja, bei, ein bisschen eine Zärtlichkeit brauche ich halt auch. Und wenn ich schon von dir nichts kriege. Und das steht. Dann muss ich mich halt allein ins Bett kuscheln. Ohne Weichspüler. Weißt denn du überhaupt, was der klärste Bauernhof der Welt ist? Na. Ein Polizeiauto. Vor zwei Bullen und hinter arme Sau. Das Ende vom Leben mit 3 Buchstaben. Ehe. Du, was war das da unten? Antiker Liebesgott mit 4 Buchstaben. Da, jetzt hast du es sogar vom Bauer selber gehört. Na, du bist schon eher ein aufdringlicher Schürzenjäger mit 8 Buchstaben. Ein Hallodri. Und auf jeden Fall bist du eher ein Liebestoller aus der Gegenwart. Ich suche aber einen aus der Antike. Der heißt Amor. Richtig! Das ist doch der mit den Pfeilen, der immer trifft. Ja, und wenn du jetzt nicht gleich weiterarbeitest, dann trifft dich ganz was anderes. Verstehe. Dann passiert mir das Gleiche als wie einer. Was für mir? Na, trifft mir auch der Hexenschuss. Du, gell? Und wie heißt nachher die Göttin der Rache? Vermutlich Kathi Meier. Aber ich verweigere lieber die Aussage. Hey. Bin sofort, Chef. Ja, und wohin? Das ist doch Wurst. So haben wir mich. Den brauchen sie überall. Bauer. Ja. Wir müssen reden. Ja, das ist im Moment ein bisschen ungeschickt. Weißt du, wir müssen. Ja, sowas ist mir geschickt. Also gut, was gibt's? Wegen meiner neuen Abstellkammer. Also komm, das hab ich schon ein bisschen übertrieben, oder? Erstens liegt's gleich neben der Küche. Ja, du weißt, dass wir gerade im Umbau sind wegen der Ferien. Ich arbeite da, ich mach keinen Urlaub. Das hab ich auch nicht so gemeint. Die neue Kammer ist so eng,
So muss ich zum Schuh auszügen auf den Gang rausgehen. Jetzt übertreibst aber schon ein bisschen, oder? Okay, du hast doch höchstens Schuhgröß 6 oder 37. 39. Nein. Mein Onkel, der Egon, der hat einen Schäferhund. Also einen Schäferhund können wir nicht auch noch aufnehmen jetzt bei uns. Mein Onkel hat einen Schäferhund. Wir brauchen keinen Hund. Ja, das weiß ich schon. Weil der Sepp ja schon gesagt hat, wir brauchen keinen Wachhund, weil so eine Bayerin fällt sowieso unter die Kampfhundeverordnung. Scheiße. Ich wollte ja bloß sagen, dass mein Onkel ein Schäferhund hat. Ja, das wissen wir ja jetzt schon. Und dem sein Zwinger ist gerade aus einer Luxussuite gegen das neue, besser gesagt, alte, uralte Zimmer. Wenn man es überhaupt noch als sowas bezeichnen kann. Wir müssen uns heutzutage alle ein bisschen einschränken, bis wir wissen, ob die Aktion Urlaub auf dem Bauernhof ein Erfolg wird oder nicht. Jetzt reg dich nicht auf, Weibe. Kathrin, komm. Ich regle dich schon. Geh dazu, geh weiter, komm. Ja. Hoffentlich wird die Aktion kein Erfolg. Warum nicht? Weil dann zieh nämlich ich in die Ferienwohnung. Aha. So, die 15 Minuten Pause sind zählt. Was soll ich da bauen? Ja, pass auf, die Krücken und die Geschirre, die müssen noch hergerichtet werden für einen Almauftrieb, gell? Wird gemacht. Sepp? Ja, da? Kommst du noch mal ins Haus da hinten? Ich muss mir die junge Facki noch mal anschauen. Ich glaub, die gern zwickt. Ja, ich bin da gleich. Pass auf, dass er dir nichts wegzwickt. Hallo! Grüß Gott! Servus, Gerhard und auf Wiedersehen, die... Ja, halt auf! Ja, wer kommt denn da daher? Stefanie Reiter. Oh, tut mir leid. Pferdl zum Reiten haben wir leider nicht auf dem Hof. Sonst alles. Kier, Schaf, Sei, Hähner, Anten, was Sie wollen. Ich will nichts kaufen und erst recht nicht reiten. Ich bin die neue Tourismusdirektorin und die Nachfolgerin von Kurdirektor Nagler. Aha. Ja, also wir haben da am Hof nur einen Kurdirektor. Und das ist unser Bauer selber. Ja, und wo finde ich dann Ihren Bauern? Ja, also unser Herr Kurdirektor ist ausnahmsweise mal bei der Sei. Wo? Den Schweinen im Stall. Oink, oink. Sie verstehen? Aber Sie werden gleich kennen unter die ganzen Sei. Er ist der, der wo einen Hut auf hat, verstehst? Ja, gut, ist auch Stall. Ha, grüß Gott, Frau Reiter. Ach, grüß Sie, Frau Meier. Augenblick, ich komm gleich raus zu Ihnen. Ja, gerne. Ja, also ich war der... Der, wo sie überall auskennen deinert, würde. Kurz, ich bin der Burgersepp. Ach, klingt ja sehr spannend. Ja, ja. Also, da drüben hintreten, da haben wir unser wunderherrliches Panorama mit der Kampenwand. Rechter Hand der Hühnerstall und linker Hand die Kuhgemächer aus dem vorigen Jahrhundert. Und natürlich der Saustall. Mit Infrarotlicht. Nicht zu verwechseln mit anderen nächtlichen Etablissements, wie zum Beispiel der Pumpsi. Ja, möchten Sie sich vielleicht als Fremdenführer bewerben? Ja, Sie, warum nicht? Ich meine, ob jetzt die Kier umeinander scheint oder Touristen, also wo ist jetzt da der Unterschied? Naja, also ein kleiner Unterschied ist da schon. Richtig, hier sind keine Preisen und bauen nicht noch. Also, wie schon gesagt. Da drüben ist der Kuhstall und da geht's auch zum Saustall, gell? Und Sie wissen ja, der Bauer hat einen Hut auf. Genau. Ah, Frau Reiter, ja. Bitte, Sie brauchen doch nicht den Saustall, das können wir doch alles hier besprechen. Sepp, ja, Chef. Sagst du der Franzi Bescheid, dass man mit dem Kaffee ruft und dann holst du den Bauer? Der Bauer hat zwar gesagt, ich soll sofort und auf der Stelle zu ihm ins Saustall kommen und ihm helfen, gell? Ja, aber die... Gäste gingen natürlich vor. Ja, aber beim Kaffee kann ich Ihnen doch auch helfen, Frau Meier. Gern. Ja. Ja, also ich müsse dann wieder gehen. Ja, wenn es Ihnen nicht allzu schwer fällt. Wenn Sie mich aber doch noch brauchen sollten, ich war dann später im Saustall. Im Saustall? Ich werde es mir merken. Ach, Herr Burger. Ja, bitte. Setzen's im Saustall doch bitte einen Hut auf, damit ich sie gleich erkenne. Sie sind schon. Sie haben wellenlängemäßig genau meinen Humor. Das
wird der Beginn einer langen Freundschaft. Also dann, bis später. Ja, bis später. Oder so. So, da wäre dann der Kaffee. Sie mögen doch einen. Ach, bei Kaffee sage ich nie nein. Darf ich Ihnen die Kanne abnehmen? Ja. Darf ich Ihnen dann die Tassen durchs Küchenfenster reichen? Ja, aber natürlich. Einen ganz schön schlitzohrigen Knecht haben Sie da ja. Oh, mein Knecht. Also da wäre unser Betrieb dann doch zu klein dafür. Na, der Sepp, also der Josef, ja. Der ist angehender Diplom-Landwirt aus Weihenstephan. Der macht in dem Sommer sein Praktikum bei uns im vierten Semester. Aha. Und Sie fahren gut damit? Ja. Also bisher hat es mit dem fast fertigen Studenten immer ganz gut funktioniert. Aber wenn dann unsere Gäste da sind, dann muss ich auch der Sepp ein anderes Benehmen zulegen, gell? Ach, lassen Sie ihn doch lieber so, wie er ist. Ja, wir verkaufen doch gerade das Rustikale. Das mögen die Gäste. Ich habe die Milch vergessen. Lassen Sie, oh Gott, Sie arme Frau, Sie sind ja gar nicht gut zu Fuß. Mich hat der Hexenschuss erwischt. Na, besser gesagt, Bandscheibenvorfall. Okay. Ja, da ist ja Stallarbeit genau das hier. Richtige, was? So langsam. Obacht! Ah, ja, Herrschaftszeiten, schaff's nicht, dass du aus dem Weg gehst, du dumme Schurschel. Was? Man tut's doch nicht einfach an jeden. Bloß weil wir auf dem Bauernhof sind, gibt's doch bestimmte Anstandsregeln. Wieso? Klingt sie, dumme Schurschel, vielleicht besser? Naja, vielleicht bin ich auch wirklich ein bisschen blöd im Weg rumgestanden. Genau. Und übrigens, ich heiße Franziska. Und in meinem Zimmer, da bleib ich. Wer war denn das? Das war unser Betriebsunfall. Was? Ah, nein, unsere Betriebshelferin. Tja, wenn man Mitarbeiter hat, die rar sind, dann muss man schon einiges schlucken. Ja. Sagen Sie, rentiert sich das überhaupt bei einer Größe von diesem Hof zwei Angestellte? Naja, das Problem ist, dass ich halt wegen meinem Rücken ziemlich viel für die Stallarbeit ausfall. Und dann wollen wir ja das mit dem Urlaub auf dem Bauernhof noch probieren, ne? Oh, apropos Urlaub auf dem Bauernhof. Ta-ta-ta-ta! Das ist unser neues Logo. UADB. Mit einer Riesenkampagne. Aha. Wipfelbach wird der bekannteste Ort in der ganzen bayerischen Alpenregion. Mit unserer nachhaltigen Marken- und Marketingoffensive unterstreichen wir Wipfelbacher unseren Anspruch, Urlaubserlebnisse auf höchstem Niveau zu bieten. Und dazu haben wir einen unschlagbaren Slogan. Entdecke die wahre Natur. Natur? Ja. Ja, das liegt ja bei uns auf dem Land geradezu. Auf der Hand, ne? Ja, genau, Frau Meier. Sie sagen es. Ach, Sie könnten ja direkt Werbetexterin werden. Sehen Sie mal, das ist unser geniales Grün-Grau-Logo. Ja, damit heben wir uns von allem anderen Schnickschnack total ab. Das Grün der Wipfel von Wipfelbach. Drüber das majestätische Grau der Gipfel. Und drunter die schindelgedeckten Bauernhofdächer. Da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause, hm? Von den Gipfeln über die Wipfel zum Zipfel. Der Bauer hat Garten verkauft und hat gemeint, ich soll vielleicht unseren Garten ein bisschen damit verschönern. Oh, das macht er mir jetzt Fleiß. Nein, mit den kitschigen Gartenzwerg lasse ich mir meinen schönen Bauerngarten nicht verschandeln. Mein Gott, dann stellen wir es halt da vor's Haus. Ich meine, sowas gemeint die Preußen. Nein. Wir wollen gar nicht so viele Preußen. Wir richten uns vor allem zielgruppenmäßig an die sogenannten Lohas. Lohas? Ja. Ist das sowas wie ein Skihaus? Wo liegt denn das Lohas? Lohas steht für Lifestyle of Health and Sustainability. Ja, logisch. Und was heißt das auf Deutsch? Frei übersetzt, einen Lebensstil, der auf eine gezielte Produktauswahl und vor allem Gesundheit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Ja, ich meine, frische Luft haben wir da draußen genug, gell? Die kostet quasi nichts, die ist im trendigen Sonderangebot. Darum geht es doch gar nicht, im Gegenteil. Das Ganze darf nicht zu billig, also preiswert sein. Unsere spezielle Kampagne richtet sich vor allem an die sogenannten aktiven Outdoor-Liebhaber und Bioladenkunden mit überdurchschnittlichem Einkommen. Ach, verstehe.
biologisch dynamisch. Richtig. Ja, Geld stinkt ja bekanntlicherweise nicht, ne? Sepp, hast du keine Arbeit mehr? Wieso? Soll ich nur ein paar Gartenpferd bringen? Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt pass auf. So, nimmst du jetzt wieder, tun auf deinen Schubkarren und verschwind. Bringen deiner Oma oder stein in deine Kammer. Aber gib Obacht, dass die keiner verwechselt, gell? Keine Angst, ich hab ja kein grünes Mützerl auf, sondern einen Hut wegen dir sei. Also, Frau Fremdenverkehrskurdirektorin, Sie entschuldigen mich einstweilen. Ja, aber gern. Jawohl. Sehen Sie, Frau Meier, bisher war der durchschnittliche Übernachtungsquotient der privaten Vermieter bei 16%. Was? Ja. Was, 16 Leute in einem Zimmer? Nein, 16 von 100 Tagen waren die Zimmer belegt. Ach so. Aber das wollen wir in diesem Jahr mindestens verdreifachen. Jawohl. Ach was, sogar verdoppeln. Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ja, doch, seien Sie nicht die Erste. Ja, also alles in allem, Frau Meier, ich bin wirklich froh, dass Sie für unsere Kampagne sozusagen den Vorreiter spielen und den Gewinner oder die Gewinnerin unseres Preisausschreibens bei sich beherbergen wollen. Was? Ach so, ja. Ja, aber das war doch alles mit Ihrem Mann schon ausgemacht. Ja. Na ja, gut, also heute in einer guten Woche geht's dann so richtig los. Presse kommt natürlich auch überregional. Das wird eine gnadenlose Werbung für Witzelbach on the pot. Gnadenlos? Ja. Und natürlich für den Meierhof. Der Meierhof zu Witzelbach. Urlauben, wo andere für dich arbeiten, gell? Herr Meier, ich grüße Sie. Oh, Verzeihung. Hallo, hier Stefanie Reiter, Tourismusdirektorin Fremdenverkehrsamt Wipfelbach. Was kann ich für Sie tun? Ja? Warum hast denn du mir nichts davon gesagt? Von den Gartenzwergen? Nein, von dem Preisträger. Welchen Preisträger? Der bei uns wohnen soll, in einer Woche. Hä? Also, die Frau Reiter hat mir gerade erklärt, dass sie mit dir abgesprochen hat, dass der Preisträger von dieser Werbekampagne Urlaub auf dem Bauernhof schon nächste Woche bei uns einzieht. Mit internationaler Presse. Ja, wir haben einmal drüber geredet, aber um ehrlich zu sein, das habe ich total vergessen. Ja. Also unsere hyperaktive Tourismusdirektorin aber anscheinend nicht. Jetzt stehen wir wieder saudum da. Mei, da muss halt der Umbau schon in der Woche fertig sein. Ja, und wann willst du damit anfangen? Kein Morgen. Das heißt, sobald die Franzi aus ihrem Kammer raus ist. Das sagst jetzt aber du, der Franzi. Ja, ich rede schon mit ihr, gell? Ein kompletter Wohnungsumbau in 6 Tagen. Ich hab bei Onkel Egon immer gesagt, der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht gelangt, dann nehmen wir halt die Nacht auch noch dazu, gell? Ja, dein Onkel, Gott hab ihn selig. Aber der kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Weibi, Katrin, wir kriegen das schon hin. Wir haben da bisher noch alles hingekriegt. Ja, da bin ich aber diesmal gespannt. Ach, entschuldigen Sie bitte, aber der Anruf war wirklich wichtig. Der Herr Wirtschaftsminister persönlich. Oh, die Frau Fremdenverkehrskurdirektorin auch persönlich. Grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Meier. Alles im grünen Bereich? Alles. Ist das Apartment schon fertig? Ich würde es mir so gern mal anschauen. Das Apartment? Ja. Ja, das ist fertig. Das heißt, so gut wie, gell, bloß, ja, der Boden. Also die alten Holzbretter, die sind gerade frisch gehobelt, gestrichen, lackiert und versiegelt. Da können Sie jetzt nicht rein. Aber so einen kleinen Spitzer durch den Türspalt. Um Gottes Willen, bloß kein Luftzug. Da würde alte historische Holz und Schutzlack Blasen werfen und wir könnten noch mal von vorne anfangen. Ach, verstehe. Sie wollen sich die Überraschung selbst vorbehalten, was? Oh, das wäre nicht die Überraschung, ich sage Ihnen was, das wäre das Höchste. Her geht's gar nicht mehr, gell? Naja, ich habe ohnehin keine Zeit mehr. Ich habe noch einen Termin beim Notar, Entschuldigung. Notar ist gut, sehr gut. Ja. Unser Preisträger wurde ausgelost und das entsprechende Schreiben ist raus. Jetzt heißt es, die Pressekampagne auf 1000% forcieren. Von Wipfelbach und dem Meierhof spricht schon bald die ganze Welt. Ja, das glaube ich gleich. So, jetzt muss ich aber wirklich, führt Gott und auf Wiedersehen. Ja, und Servus. Ach, Herr Meier, über das ganze Spa- und Wellnessprogramm müssen wir ja noch sprechen, ja? Ja, da reden wir mal drüber, ja. Sie haben da was ausgearbeitet? Haben wir, ja. Ja, dann also allen einen wunderschönen Tag. Hallo. Servus. Aber was meint jetzt denn mit dem Spaßprogramm?
Ich weiß nicht, was da meint. Wir haben mal drüber geredet, aber so genau habe ich das damals nicht verstanden. Ne? Spa heißt Salus per Aquam. Gesundheit durch Wasser. Woher weißt jetzt du das schon wieder? Ja, mei, Rätseln bildet eben. Ja, und wo kriege ich mir so ein Gesundheitswasser her? Das ist doch ganz einfach. Wir erklären den Viehbrunnen jetzt am Haus zum offiziellen Swimmingpool. Naturverbunden mit vielfältigen Inhaltsstoffen. Ja, und ich mach den Bademeister. Ja. Das kann doch so passen. Ey, jetzt hört's aber auf, ihr zwei. Wir kriegen die schon wieder, dass das irgendwie läuft. Und zwar gescheit. Das wäre noch schöner. Ein Meier geht nicht unter. Schon gar nicht in unserem Viehbrunnen. Franzi, was hast du denn im Korb da drinnen? Ja, die Kuhglocken fährt ein. Der Bauer hat gesagt, die sollen putzt werden. Nein, da habe ich eine viel bessere Idee. Wenn unsere Gäste anreisen, dann stellen uns wir da draußen vor dem Haus auf und ich spiele auf die Kuhglocken zur Begrüßung die Bayernhymne. Nein, oder noch besser. Das Kufstein. Und das ist schick. Das ist so ein Schmarrn. Gar kein Schmarrn. Oh, und ab geht die Post. Oh, apropos Post, entschuldige, Franzi. Der Postbote von da, der hat mir ja für dich einen Brief mitgegeben, gell? Danke. Hollaro. Da werden die Kirdimille im Alter sauer. Oh. Kein Verständnis für die wahre Kunst. Die Klänge der Natur. Oh, Schmarrn bin ich. Chef! Ich brauch meine Freier, Doc. Ja, die verrechnen wir dann schon im Herbst, gell? Ja, nicht im Herbst. Ja, wann dann? Gleich, die ganze nächste Woche. Warum? Überraschung! Oh, alle 14 Nothelfer stellt's uns bei! Ein Wunder! Die Bayerin ist katholisch geworden! Mehr die südliche Leichtbauweise auf die Fidschi-Inseln. Ich gebe gleich eine südliche Leichtbauweise. Ha? Schatzheim, pass halt einmal auf. Mach dir da mal ein bisschen größer, du Bonsai, du. Aha. Seitdem ich einfach nicht mehr regelmäßig gossen werde, wachse ich einfach kaum noch. Tut mir leid. Also, Chef, wie viel Stern von diesem Kirschbaum haben jetzt wir eigentlich schon verbaut? Ja, hoffentlich nur. Dass sich der Preisträger auch richtig wohlfühlt. Ja, also ich verstehe ja das mit dem Urlaub auf dem Bauernhof sowieso nicht. Wer will denn eigentlich sowas? Die Fremden, die suchen halt im Urlaub den Gegensatz zum Berufsalltag, verstehst? Ja, freilich. Und deswegen ging es bei uns in Kurstall, wo sie das ganze Jahr über im Büro und in der U-Bahn schon nur im Viecher sehen. Scheiß, wie es mag. Das mit dem Urlaub auf dem Bauernhof, das soll auf alle Fälle unser zweites Standbein werden, verstehst du? Ja, ja. Ich habe ja mein Piefke-Bückling schon geübt. Den was? Ja, die Verbiegung. Die Verbeugung für die Kurgäste. Der Piefke-Bückling. Irgendwie ist da heute den ganzen Tag schon so eine trockene Luft. Ich habe allweil so einen komischen Hustenreiz. Vielleicht liegt es am Holz. Obwohl das Kirschgeistholz, das ist bestimmt lang nur gelagert, da feilt sich nichts. Ja, also flüssig, bei mir der Kirschgeist da schon lieber, gell? Das ist das selber brennte als Begrüßungsschluck für unseren Preisträger. Apropos trinken, kann mir jemand bei den Kaibi einmal helfen? Ich kann ihn mit meinem Rücken leider immer noch nicht schwer heben. Da soll dir die Franzi helfen. Die ist doch seit gestern in Urlaub. Sag mal, dass die auch gerade jetzt frei haben muss. Ja. Sie hat gesagt, es wäre für Sie von einer ganz persönlichen Wichtigkeit. Nein, vielleicht hat sie ein Heiratsanzeigen aufgegeben. Und jetzt trifft sie sich heimlich mit dem Schürzenjäger. Du bist ein Spruchbeutel. Sie hat auch noch gesagt, dass sie seit ewigen Zeiten auf so eine Gelegenheit wartet. Und Schürzenjäger wie du rennen ja am laufenden Meter Hunderte rum. Oh,
Also, den Laffert Netter, den habe ich überhört, ne? Seit ewigen Zeiten hat sie gesagt, Chef, vielleicht ist hier ihr Tante gestorben. Die kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Jetzt gehen wir weiter, die Decke muss fertig gemacht werden. Wie spät ist denn überhaupt schon jetzt? Ha? Fällt die Bauern die Uhr auf den Mist, weiß er nicht, wie spät es ist. Halbe eins. Was? Halbe eins? Alle. In ein, zwei Stunden kommt die Frau Tourismusdirektorin mit dem Preisträger kommen. Wer ist denn das eigentlich? Ja, ein Künstler. Woher möchtest du das wissen? Ach, die Steffi? Die Frau Fremdenverkehrskurdirektorin Stefanie hat vor einer Stunde angerufen, um sich mit diesem Preis Dings da anzukündigen. Ja, um Gottes Willen. Ja, da sind die ja schon unterwegs und noch nichts ist gerichtet. Ja. Und sie hat mir sogar schon den Namen gesagt. Also der Vorname war irgendwas mit Franz? Franz, am Ende der Beckenbauer. Nein, mit wem war das nicht? Ja, und außerdem ist ja Beckenbauer kein künstlerischer Beruf. Hallo, ein Ballkünstler schon. Also, bringt uns das jetzt weiter? Nein, gut, nein, der Nachname. Also irgendwas mit Farben war es. Was für Farben? Rot, Braun, Grün, Lila, Ultraviolett. Ein Schmarrn, als ob jetzt jemand Franz Ultraviolett heißen darf. Aua. Nein, ich hab auch ein Kind, der heißt Franz Unruh. Ist das vielleicht schöner? Ah. Ja, das ist auch kein Urmacher. Also wie der heißt oder was er vom Beruf ist, das ist völlig wurscht. Jetzt geh weiter, wir müssen die Decken aufmachen. Ah. Und wer hilft mir jetzt beim Kaibifuhren? Mein Gott, dann muss das liebe Rimpfig heute Gott sagen, ein paar Minuten warten. Wir haben's gleich. Pass auf, Baby. Na? Katrin, wenn der Viehhandler kommt, das ist ein Junge, weißt du, ein ganz neuer, dann schickst du ihn auf zu uns, gell? Obwohl ja Durst bekanntlicherweise schlimmer ist als wie der Heimweh, gell? Das arme Kaiwi. Heimweh kann das Kaiwi gar nicht haben, weil er da am Hof geboren ist. Das hört sich jetzt aber so, als ob das Kaiwi da ganz anderer Meinung wäre. Jetzt sind wir zwei erst einmal der gleichen Meinung und machen endlich die Decken fertig. Jawohl, Chef. Also, das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich jetzt auch ein Praktikum als Schreiner machen darf. So. Ja, und die Kaiwi? Ja, die müssen halt die Kurz noch machen. Herrschaft, sind das Rindviecher. Oh. Entschuldigung. Bin ich da richtig auf dem Meierhof? Auf dem Meierhof, ja. Der Bauer ist gerade ins Haus rein. Aber Sie können auch gleich in den Stall überschauen, das wäre dann top. Ja, um Gottes Willen. Haben Sie so starke Schmerzen? Nein, das ist gleich wieder vorbei. Oh, ja, was haben Sie denn? Ein Bandscheibenvorfall. Oh, ja, ja. Damit sollte man auch nicht spaßen. Ich lach schon lange nicht mehr. Ja, aber dann machen Sie doch einmal frei. Ich meine, der Bauer, der wird sich doch auch mal entbehren können. Entbehren? Der Bauer mich? Nein. Da führt kein Weg hin. Was? So schikaniert sie ihr Chef? Tja, also das ist ja allerhand. Das ist keine Schikane, ich will es ja gar nicht anders. Aha. Aber wollen Sie nicht doch vielleicht schon mal in den Stall überschauen? Ja, also den Stall, den kann ich mir anders mal auch anschauen. Ich meine, ich wollte eh für ein paar Tage bleiben. Als Viehhandler? Ich glaube, da liegt jetzt ein Missverständnis vor. Aha. Ach so, entschuldigen Sie, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Thomas Mahler aus München, genauer gesagt aus München-Sendling. Ja, Sie wissen schon, der kleine Vorort mit der Mordweihnacht. Katrin Meier aus Wipfelbach, genauer gesagt von da, ehemals Milbertshofen. Ja, ja, und weil ich... Wenn Sie jetzt aber nicht der Viehhandler sind, wer sind Sie dann? Ah, Mordweihnacht. Sind Sie vielleicht ein Kriminaler, Herr Mahler? Also nein, Gott sei Dank nicht. Eigentlich komme ich wegen dem Urlaub auf den Bauernhof. Jesus, der Nachname. Irgendwas mit Farben. Ja, der Gewinn, der Hau, der Brei. Oh, hier, ja, entschuldigt, wissen Sie, wir haben gedacht. Ja, das ist schlimm. Oh. Aber das ist doch nicht schlimm. Ich meine, Hauptsache, Sie haben ein Ferienapartment frei. Ja, freilich. Ein Augenblick. Ich muss jetzt bloß schnell einen Chef. Aber bitte, nehmen Sie doch dabei einmal Platz. Freilich, danke schön. Und da haben wir nämlich auch schon unseren selberbrennenden Kirschgeist zur Begrüßung. Ja, also, Moment. Jetzt überschütten Sie mich doch nicht gleich. So, wohl bekommt's. Passen Sie lieber auf Ihren Rücken auf. Ja, ja. Also dann, Prost. Wir freuen uns so, dass Sie zu uns kommen. Also, mir scheint, Gastfreundschaft wird bei Ihnen groß geschrieben.
Ganz groß. Weil, wie heißt so schön? Mit Herzlichkeit und Ehrlichkeit kommst du im Leben grad so weit. Also das hört sich jetzt aber an, als ob ich Herr Chef da ganz anderer Meinung wäre. Mein Herr Chef, ja. So, die Ditten, die ist dann gleich rum. Jetzt brauchen wir gerade noch Öbi. Fragt sie bloß die Weiche. Hans, da ist er schon, unser Viehhandler, unser Neuer. Grüß dich. Du schaffst gar nicht aus wie Holzabschneider. Nix für ungehört. War bloß ein Spaß, gell? Ich bin mit deinem Vater immer ganz gut rausgekommen. Du. Mein Vater? Ah, ja. Hans, das ist eine Verwechslung. So. Darf ich vorstellen, der Herr Maler. Ich sag nur Urlaub auf dem Bauernhof. Ah, Farben! Ja, ist das Ultraviolette! Ja, also dann herzlich willkommen auf dem Meierhof. Ich freue mich wirklich für Sie. Sie freuen sich für mich? Weil ich weiß, jetzt uns da rausgekommen sind. Ja, also schön ist es da heraußen schon. Gell, ja. Ist so geil. Also pass auf, da hinten, da hätten wir mal unser Panorama mit der Kampenmann. Rechte Hand der Hinterstall, linke Hand der Kuhstall, dahinter der Saustall mit Infrarotbeleuchtung und drüber halb die Ferienwohnung. Im Saustall? Nein, im Haus natürlich. So. Mängst vielleicht der Hirschgeist zur Begrüßung? Selber Brenner. Ja, vielen Dank. Ihr Wirtschafterin hat mir schon einen eingeschenkt. Okay, auf einem Fuß steht man doch schlecht, oder? Also ich würde jetzt gerne aufs Zimmer mich ein bisschen frisch machen. Ah, aufs Zimmer, gell, ja, freilich. Ist die Decke fertig? Die Decke ist fertig, aber keine Möbel sind drin. Ja, du kannst doch einen Preisträger nicht am Boden schlafen lassen. Nee. Die schmeißt halt der Franzi hier rein. Die braucht's doch selber. Nein. Doch. Oh. Aua. Oh, die ist nicht da. Eine Woche Urlaub. Aber wenn's wieder kommt. Ja, da fällt uns dann schon was ein. Ja, aber was? So, also, könnte ich jetzt aufs Zimmer? Ah, aufs Zimmer? Selbstverständlich können Sie aufs Zimmer. Nur, wissen Sie, die Möbel, es ist wegen der Decke, ja. Ja, wissen Sie, wir haben nämlich da einen ganz besonderen Gästeservice. Ja. Ah, und der wäre? Haben Sie vielleicht Zimmer ohne Möbel? Ohne Möbel wäre mal gut. Wissen Sie, wir haben einen besonderen Gästeservice, in dem das... Ja, in dem, dass sich jeder Gast seine Möbel selber aussuchen darf. Ja. Ja, damit er sich so rundrum wohlfühlt. Ganz nach dem Motto, entdecke deine wahre Natur. Ja, Baby! Und ich geh grad rüber, du bist ja großartig. Also das klingt ja mal interessant. Hey. Ja, aber was haben Sie denn so für Möbel zur Auswahl? Ja, da hätten wir mal ein wunderbares antikes Schlafzimmer, jawohl. Mit einem Kastel, Waschtisch, Schrank natürlich, Schüssel auf dem Waschtisch, Bettstock natürlich haben wir auch drin, ne? Und drunter ein Pochamper, gell? Ja. Bodenschamper. Schmarrn, ein Pochamper, der Nachttafel ist, das Schmarrn, ne? Ja, in dem Stil unserer Großeltern, wissen Sie, Modell Franziska. Franziska? Klingt verlockend. Hey! Ja. Wem verlockt die Franziska? Grüß Ihnen Gott. Ja, grüß Gott. Ja, ist die schon wieder da, hä? Was tust denn du jetzt mit den ganzen Glocken? Ja, das Begrüßungslehrer spielen. Jetzt nicht. Also, dürfen wir Ihr Appartement jetzt so einrichten? Ja, also wie gesagt, das klingt alles schon sehr verlockend. Ja. Ja, aber was haben Sie denn sonst noch so für Einrichtungsvarianten? Ja, da haben wir noch was ganz Uriges. Oh ja, ein ganz uraltes Schlafzimmer von meinem Urgroßvater. Ja. Das war bei der Cousin von Metzi. Er hat sein Urgroßvater. Für diese Schlafstadt hat sich schon das Heimatmuseum interessiert. Ja. Es ist allerdings noch in der Test- und Überarbeitungsphase. Ich habe das Bett selber ausprobiert. Ja, also in Anbetracht Ihres bemitleidenswerten Bandscheibenvorfalls wähle ich dann doch lieber das Modell Franziska. Das werden Sie nicht bereuen, Herr... Herr Warmbesser! Maler, was gehört? Maler, nicht Beckenbauer, du Pinsel, du. Bringst du dann der Franzi ihre Möbel wieder auf in die Ferienwohnung? Die hab ich doch erst vor 3 Tagen von der Drohne runtergebracht. Dann bringst du es halt jetzt wieder auf. Einmal, da soll sich jetzt noch ein Mensch auskennen, gell? Und vom Möbelschleppen war beim Einstand auch nicht die Rede. Praktikum ist Praktikum, gell? Jetzt bringst du die Möbel wieder auf. Die ist die Franzi, wisst ihr. Aber flott. Vorsicht! Ein Chef sollte seine Angestellten immer wie rohe Eier behandeln. Genau! Und rohe Eier haut man in die Pfanne. Möchten Sie sich hier
uns doch unser wunderschönes Panorama. Ja. Da hätten wir das Panorama mit der Kampenwand und gleich daneben haben wir das Panorama. Also vielen Dank, aber es kommt mir allmählich schon sehr bekannt vor. Also ich glaube, ich gehe dann doch lieber mal kurz ums Haus. Machen Sie das, jawohl, gehen Sie ums Haus. Sind Sie ja der König hier? Was sage ich denn? Entschuldigung, der König? Sie sind der Kaiser. Ich schaue dann einmal in der Ferienwohnung nach dem Rechten, gell? Sie entschuldigen mich. Ja, freilich. Geht's, ja? Ja. Apropos Kaiser, was muss er denn zahlen? Wer? Ja, der Kaiser, der Gast in Ihrem Ferienapartment ist. Der Kaiser? Ja? Sie? Ja? Sie sind gut. Sind Sie schon mal einem Kaiser begegnet, der was gezahlt hat? Also, um ehrlich zu sein, bin ich noch nie einem Kaiser begegnet. Nicht? Nein. Nix. Ja, wie nix? Ja, Sie zahlen selbstverständlicherweise nix. Ja, wieso denn nicht? Also, hören Sie mal auf, wenn Sie mich beleidigen oder auf den Arm nehmen. Sie zahlen nichts. Sie sind ja quasi unser Ehrengast. Ach so, ja, jetzt Jubiläum, verstehe. Ja. Der tausendste Gast und so. Ja, der Hauptgewinn sozusagen. Ja, da habe ich ja gewissermaßen Glück gehabt. Jawohl, und Glück hat nur der Tüchtige. Ja, wie gesagt, ich vertrete mir jetzt die Füße und genieße das Panorama. Machen Sie das. Unser Panorama ist das Beste, was wir zu bieten haben. Vielleicht doch ein Schnapsal wieder auf dem Weg als Wegzehrer. Lieber nicht, sonst finde ich einen Weg nicht mehr zurück. Oh, das war schlecht. Ja. Ein verirrter Wanderer war keine gute Werbung für uns Mittelbacher. Ja, also dann, bis später. Bis später. Ja, lassen Sie einen noch ruhig Zeit, gell? Jawohl. Ja, Sie sind ja, wie gesagt, seine Majestät, der Kurgast. So, Herr Meier. Er wird das ganze Ereignis fotografisch dokumentieren. Bitte hierher schauen. Danke. Ich bin ja leider schlecht rasiert. Ja, Männlichkeit verkauft sich eh besser mit 3 Tage Bart. Tatsächlich? Na ja, dann. Na ja, also, um ehrlich zu sein, marketingtechnisch ist das ein ziemlicher Spagat. Das kann wunderbar funktionieren, kann aber auch nach hinten losgehen. Oh, apropos nach hinten. Sie kommen einen Augenblick spät. Gerade ist er hinten aus. Ja. Wer? Ich sehe mich mal um wegen der passenden Motive. Ja, aber sicher, Herr Hiller. Wer ist hinten raus? Ja, der Kaiser. Ja. Welcher Kaiser denn? Seine Majestät, der Kurgast. Ach, Sie haben schon an die ersten Gäste vermietet? Oh. Respekt. Och, die haben bestimmt das Schild Urlaub auf dem Bauernhof gesehen und sind gleich reingestürmt. Herr Meier, dann funktioniert unsere Kampagne perfekt. Moment, aber wieso vermietet? Die Unkosten übernimmt doch der Tourismusverband, oder? Ja, für den Gewinner des Hauptpreises, beziehungsweise die Gewinnerin. Ja, eben. Und der Herr Preisträger ist schon da. Welcher Herr Preisträger? Und wie heißt der bitte schön? Maler, glaube ich, oder so irgendwie. Ja, aber der Gewinner ist doch gerade mit uns im Auto hergefahren und kommt da ums Eck. Bonjour, willkommen, es wird Ihnen ganz bestimmt bei uns gefallen. Immer Dojoa. Darf ich vorstellen? Die Preisträgerin unseres Wettbewerbes, Urlaub auf dem Bauernhof, Frau Franziska Streicher. Ja, Milex der Mosch. Unser Franzi, die Preisträgerin, die glaube ich mehr nicht mehr. Ja, das darfst du laut sagen. Streicher und Maler, das klingt ja auch gleichmäßig, gell? Ja, aber das hat doch beides mit Farben zum tun. Streich doch gleich eine richtige auf, jetzt da passiert das. Das hab ich nicht im Vertrag, gell? Das wird sich sicher regeln lassen. Herr Meier, gibt es irgendwelche Probleme? Ja, nein. Das heißt. Geht's ein bisschen genauer? Der Herr Meier wollte sagen, er ist hoch erfreut. Nicht? Ja. Sie haben uns doch angerufen, nicht? Ja, öfters in der letzten Zeit. Nein, heute in der Früh. Und haben uns doch den Namen von dem Preisträger durchgesucht. Ja, Frau Franziska Streicher. Und hier steht sie doch. Aber warum haben denn Sie das nicht gleich gesagt, dass das unser Franzi ist? Ich bin doch noch nicht so lange am Ort. Und da habe ich Ihre Mitarbeiterin nicht gleich auf den ersten Blick erkannt. Das ist der Wahnsinn. Alle 14 Nothelfer steht uns bei.
Ei, nicht schon wieder. Also, Herr Meier, jetzt müssen wir erstmal unsere notariell bestätigte Gewinnerin hier standesgemäß einquartieren und das ganze Wochenprogramm besprechen. Ja. Frau Streicher. Ja, Franzi, Frau Franziska, Sie können selbstverständlich sofort wieder Ihr Kammerl beziehen, gell? Sepp, bring die Möbel wieder runter. Moment, Moment, Moment. Nur damit wir uns richtig verstehen. Erstens, die Frau Streicher ist für diese Woche nicht Ihre Angestellte, sondern Ihr Gast. Wie? Zweitens, die Frau Streicher muss selbstverständlich im Ferienapartment einquartiert werden. Ja, der Herr Hiller ist extra von der Zeitung geschickt worden, um für unsere Kampagne die entsprechenden Fotos im entsprechenden Ambiente zu machen. Und drittens, morgen kommt ein Journalist und macht einen Riesenbericht über Wipfelbach, die Preisträgerin und den Meierhof. So, jetzt stehen wir wieder Sound unter. Macht ja nichts, heute. Warum schöne Meier geht nicht unter, da packen wir es, oder? Also, Franzi. Franziska und Streicher. Frau, bitte. Frau Franziska Streicher, herzlich willkommen bei uns auf dem Meierhof, gell? Was spinnst du jetzt? Heute ist ein Start, die Presse da. Ne? dürfen wir Ihnen denn ein Selberbrennen, ein Stamperl Schnapskredenz. Nein, danke. Ihnen? Nein. Ach, aber gern. Ja. Vielen Dank. Also, richtig schön habt ihr es da. Ich meine, schön ist es hier da. Nur ein bisschen streng riechen tut's hier. Was? Ach so. Ja, es streut waren. Die Stallkleidung. Man kommt halt nicht so oft zum Wechseln, wenn man gern möchte, gell? Ja, das verstehe ich gut. Das geht mir in meinem Beruf manchmal genauso. Ja. Ach, bitteschön, junger Mann. Ja. Könnten Sie das große Gepäck aus dem Auto gleich einmal aufs Zimmer bringen? Ja, sonst noch was. Ich bin doch nicht dein Lakai und Stiefelputzer. Was? Also, selbstverständlich, gnädige Frau, holen wir das Gepäck. Soll ich mal den werten Stiefel? Stiefel auch gleich noch putzen und alles fein säuberlich in Schrank drinnen aufhängen für die Nächste. Sehr gern, vielen Dank. Und bitte schön, achten Sie drauf, dass die Handtücher richtig schön flauschig weich sind. Da lege ich schon besonderen Wert drauf. Weich? Ja, ich bin ja hier als Naturbursch gar nicht gewohnt. Und außerdem, Gnädigste, sind die Handtücher nicht mein Revier, nein. Da ist die Bäuerin zuständig. Ja, ja, dann hole ich halt gleich die Wäsche aus unserem Schrank, gell? Ja, aber die Weichgespülte mit dem A drauf. Wie bitte? Wissen Sie, wir haben da immer so ein Set mit A und G drauf. Das ist A und G, aber Sie heißen doch Hans und Katrin. Das hat meine Mutter so eingeführt. A steht für Antlitz und G für Gesäß. Na, verrückt. Und ich nehme seit 20 Jahren die G's an fürs Gesicht. Ja, Mädchen, bin schon unterwegs und fliege mit den Koffern von der Gnädigsten. Jawohl. Jesus, der Ultraviolette. Also ich muss schon sagen, ein herrliches Flecker Natur hier. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Und noch einmal, grüß Gott. Ah, darf ich vorstellen, noch ein neuer Gast, die Frau... Ein Streicher, Franziska Streicher. Maler, Thomas Maler. Die Frau Streicher ist die Gewinnerin des Preisausschreibens Urlaub auf dem Bauernhof. Na, Sie sind also die glückliche Gewinnerin. Ja, ich habe ja auch mitgemacht, aber ich gewinne ja nie was. Nein, halt, stimmt nicht. Wie mir unser netter Gastgeber heute verraten hat, bin ich ja der Jubiläumsgast. Ja, Jubiläumsgast? Oh, da darf ich gleich noch einmal vorstellen, das ist die Frau Reiter, unsere Tourismusdirektorin. Ja, herzlich willkommen, sehr angenehm. Und das mit dem Jubiläumsgast, das kann ich erklären. Ja. Stopp. Stellen Sie sich doch einmal zu dritt zusammen. Ja, die herzliche Chefin vom Fremdenverkehrsbüro begrüßt persönlich das junge Paar. Das sind Motive. Moment einmal, junges Paar? Ja, so sieht's halt einfach aus, wenn ich sie so nebeneinander sehe. Auf den ersten Blick das Traumpaar für Urlaub auf dem Bauernhof. Moment einmal. Das ist doch ideal. Da können doch die beiden Herrschaften das Appartement gemeinsam bewohnen. Ist doch wunderbar.
Fotografiertechnisch erste Sahne. Ja, so ein Mauerblümchen verkauft sich sowieso nur in der Madame hinterm Spiegel oder in der Rentner-Bravo. Ich meine, kennen Sie die Drogerie-Rundschau? Das sagt ja schon alles. Also Moment einmal, ich bin kein Mauerblümchen. Blümchen. Sorry, Lady. War ja nicht so gemeint. Kam nur so rüber. Wir brauchen junge, dynamische Menschen, die mitten im Leben stehen und sich und die Natur lieben. Lifestyle vom Feinsten. Am besten zu zweit. Aber der Herr hier... Thomas. Thomas, ist ja ganz charmant. Also ich verstehe schon, was Sie meinen. Und mir wäre es auch nicht recht, wenn wir sozusagen für Ihre PR-Kampagne einfach verkuppelt werden. Frau Meier. Frau Meier. Ja? Geben Sie mir doch bitte ein anderes Zimmer. Dann können wir alle unseren Urlaub genießen. Ja, also ein anderes Zimmer. Da hätten wir nur noch das Kammerl gleich neben der Küche. Das ist doch so klar, das kann man kaum zumuten. Nein, was haben Sie denn für Schuhgröße? 43, 44, warum? Dann müssen Sie ganz sicher zum Schuhausziehen auf den Gang gehen. Also gell, so schlimm ist auch wieder nicht. Die Kleinigkeiten bitte hinterher klären. Wir müssen jetzt rasch in das Apartment, bevor das Licht schlechter wird. Die Sonne steht gerade richtig. Ja, dann. Ich merke schon, als Preisträger ist man noch mehr eingespannt wie bei der Arbeit. Arbeit. Ha, also so schlimm wird es doch hoffentlich nicht werden. Ich meine, schließlich soll das Ganze ja ein Erholungsurlaub sein. Ja. Avanti, avanti, Dilettanti. Ja, da geh ich besser voraus, gell? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Und behalte einen Überblick. Da entlang, die Herrschaften. Oh. Oh, Mann. Herr Meier, ich hab gedacht, Sie hätten das alles im Griff. Haben wir ja auch gehabt. Wenn nicht jetzt diese saublöde Verwechslung da passiert wäre. Und wenn nicht ausgerechnet unser Markt, also unser Hauswirtschafterin, den ersten Preis gewonnen hätte. Tja, jetzt müssen wir halt aus der Situation das Beste machen. Sonst stehen wir in der Öffentlichkeit da wie die letzten Deppen. Ja, nein, nein, da haben wir schon viel zu viel investiert, ja, als dass das jetzt mit diesem Urlaub auf dem Bauernhof da schief geht. Na ja, also ich habe Ihnen hier mal den Terminplan für die Gewinnerin mitgebracht. Das meiste haben wir ja schon besprochen. Ja, ja, einiges, ja. Also, was haben wir noch so auf dem Programm? Also da wäre einmal eine Dampferrundfahrt mit der Edeltraut. Die Edeltraut übernehme ich, jawohl, mache ich. So heißt das Schiff. Also, einmal eine Dampferrundfahrt auf dem Chiemsee mit Begleitung freier Wahl. Naja, also da wird sich jetzt die Franziska, also die Frau Streicher, nicht ausgerechnet einen von uns zwar als Begleitung aussuchen. Keine Angst, Sie sind schon auch noch eingeplant. Herr Meier, ja. Sie haben mir doch erzählt, was Sie für ein leidenschaftlicher Bergsteiger Sie sind. Hm? Was bist du? Ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Aber hallo, hallo, moin, moin. Vor 25 Jahren, da war kein Gipfel von mir sicher. Ja, da sehen Sie. Und deshalb steht eine Ersteigung der Kampenwand zusammen mit Ihnen auf dem Programm. Oh, ich gehe so gern auf Kampenwand, wenn ich mit meiner Wampenkante gehe. Sie nehmen das wirklich mit Humor. Ja. Naja, wenn wir einen männlichen Preisträger gehabt hätten, wäre natürlich Sie, Frau Meier, die Begleitung gewesen. Na, wenn mein Mann seiner Bergsteigerleidenschaft nachgehen will, dann soll er das nur tun. Was heißt denn da wollen? Ich muss ja. Das macht mich vom ganzen Ort lächerlich. Also manchmal bereue ich schon, dass er mich da drauf einlassen hat mit dem Urlaub auf dem Bauernhof da. Nein, Herr Meier, Sie machen das absolut richtig. Ja, schließlich soll ein Ruck durch unseren Ort gehen. Und da braucht es solche Vorkämpfer. Gut, auf welcher Front soll ich noch kämpfen? Also, als dritter großer Programmpunkt wäre noch der Besuch eines traditionellen Heimatabends mit Schuhplätscheln. Ja, seit meiner Ministrantenzeit nicht mehr Schuhgeplätscheln habe. Ich kann schon mal probieren. Ja. Andere Begleitung. Uiuiui. Schließlich haben Sie ja schon die Bergtour. Sie könnten ihn vielleicht doch lieber auf der Edeltraut, Raddampfer fahren. Nein, das ist ungeschickt. Wir brauchen Sie einfach als kerligen Bergsteiger für die Fotos. Oder mit der Kampenwandbahn nau fahren. Herr Meier, ein bisschen Sportsgeist sollten Sie schon zeigen, sonst enttäuschen Sie mich. Gut.
Gut, sind wir sportlich und wenn es das Letzte ist, was ich bin. Ja, ich kann ja leider nicht wegen meinem Rücken. Hey, hast das du gut, gell? Ja. Ja, was haben wir denn Neues? Also, da wäre noch ein Ayurveda-Kurs. Was für wieder? Ayurveda ist eine besondere Art der indischen Gesundheitsphilosophie. Dazu Wellness und Beauty Farm. Außerdem nach freier Wahl die Aktivsportarten Ballooning, Rafting und Paragliding. Und die Sportliche, das muss alles sie machen? Nein, das läuft separat mit den entsprechenden Spezialisten. Und außerdem ist das alles fakultativ. Aha, und was bedeutet das? Aber jetzt fuck geht's, ha? Das kann sich die Preisträgerin quasi nach Wahl aussuchen. Ah ja. Und was ist das da zum Beispiel? Canyoning. Ja. Was ist das? Also, man nennt es auch Schluchteln oder Schluchting. Das ist das Begehen einer Schlucht von oben nach unten durch Abseilen, Klettern und Schwimmen. Manchmal sogar Tauchen mit der entsprechenden Ausrüstung. Oh, ich hätte da noch aus meiner Ministrantenzeit ein altes Schlauchboot im Schupfer drin. Ah, nein. Das überlassen wir wirklich den Profis. Nicht, dass irgendwas passiert und wir in der Presse die Gelackmeierten sind. Sie sind der Profi, voll und ganz. Jawohl. So, Herr Meier, was haben Sie denn noch so als Wellnessangebot hier am Hof? Sie wollten mir doch eine Liste mit Vorschlägen zukommen lassen. Ja, also da hätten wir einmal... Wir haben einen Viechbrunnen hinter dem Haus. Oh ja. Den könnten wir zur Not auf den Fotos als Kneippkur verkaufen. Ja, uns Heu. Heu macht man doch auch so Sachen. Heu. Ja, richtig, Heubad. Oh. Ach, das ist ein sehr guter Programmpunkt. Na also, da werden wir doch die Woche in Gottes Namen rumbringen, oder? Ich hoffe nur, dass das Wetter auch mitspielt. Ja. Ach, Frau Reiter, ja. Jetzt stehen nur noch die Begrüßungsfotos mit den Gastgebern und die Urkundenzeremonie an. Ja, richtig. Ja. Wo ist denn die Gewinnerin? Sie wollten eigentlich mit uns runterkommen. Ja. Ach, da schau ich lieber gleich mal. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Haben wir schon alles fest im Griff. Oh, Franzi, Franziska, Frau Streich, ich hoffe, Sie sind mit der Ferienwohnung sehr zufrieden, ja? Ja, alles ganz nett hergerichtet. Und in den Möbeln fühlt man sich ja gleich wieder heim. Das freut uns, wenn wir uns Geschmack getroffen haben, ja. Gell? Bloß die Matratzen ist ein bisschen arg durchklingt. Ja, da muss man auch schon an seine Bandscheiben denken. Ja, da hat uns das Möbelgeschäft, also der Lieferant, der hat uns da sitzen lassen, ja. Aber gleich morgen fahre ich selber nach Rosenheim und wenn ich selber holen muss, die Matratzen, gell? Das ist sehr aufmerksam. Da werden sich sicherlich auch diejenigen freuen, die nach mir in dem Bett schlafen dürfen. Ja. Ah, ist schon soweit. Nein, liebe, verehrte Preisträgerin, jetzt ist der Augenblick willkommen, wo ich Ihnen die Urkunde überreichen darf. Frau Meier, bitte hinzu. Und natürlich die Arbeitgeber, Ihre Gastgeber vom idyllischen Meierhof zu mir bitten darf. Herr Meier, bitte auf die andere Seite. Nein. Und zur Feier der Stunde. Oh. Bevor mir einer jetzt einstanden auf traditionell bayerischen Kurglocken darbieten dürfen, möchte ich noch die erste Strophe des Wipfelbacher Heimatliedes zitieren. O du, mein Wipfelbach Aloa, direkt am Fuße drunt vom Geigelstoa. Grad weil all hier und Seel ist gewiss, mein goldens Hoamatal auf ewig ist. Nur nicht übertreiben. Möge allen Urlaubern unser wunderschöner Ort Wipfelbach zur zweiten, wenn nicht gar zur ersten Heimat werden. Ich gratuliere Ihnen, Frau Streicher. Mehr in die Mitte, bitte. Und? Vielen Dank. Mit so vielen Überraschungen hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, mir auch nicht. So, und jetzt bitte. Achtung!
So. Sag mal, Sepp, wo stehst du da rum? Hast du gearbeitet? Ich bin der persönliche Hoflakai von der Preisträgerin. Ha? Na, nix. Wollen Sie auf Expedition oder soll der Kartoffelsack da ins Museum? Oh mein Sepp. Der Rucksack, der hat schon so viel mitgemacht. Da werden die zu Hause überleben. Muss ich das jetzt verstehen? Im Rahmen des Gästeprogramms Urlaub auf dem Bauernhof steht heute der Höhepunkt auf dem Programm. Die Besteigung der Kampenwand unter fachkundiger Führung des Hausherrn. Die Besteigung des Hausherrn? Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so bergfähig sind, Chef. Ja, mei, ich war auch mal jung. Das muss aber schon arg lang her sein. Du wirst dich nicht beschweren können, gell? Ich mach jetzt Pause. Aber bitte nicht länger wie 15 Minuten. Entschuldigen Sie. Chef, ist das schon lang her, wo Sie jung waren? He? Ich mein, man möchte ja nicht glauben. Du ja nicht frech werden, gell? Ausreden lassen, Chef. Man möchte nicht glauben, welche verborgenen Talente in unserem Chef schlummern. Pass auf, dass du nicht ausrutschst. Ist dich schon gefordert? Keine Ahnung. Jevin hat mir angeschafft, ich soll mich ausschließlich um die Preisträgerin kümmern. Anschaffen da immer noch ich, gell? Ich bin der Herr im Haus. Und ich schaff da, dass du dich jetzt sofort ums dich kümmerst. Jawohl. Kein Anschiener, der macht, was ich sag, gell? Ja, der Herr im Haus seid Sie, wenn einer Frau nicht daheim ist, gell, ich Chef? Siehst du, wenn der Mutter nicht den blöden Schirm woanders hin da, he? Morgen. Guten Morgen, selbstverständlich, Franziska. Sie können den Schirm dann abstellen, wo immer Sie wollen, gell? Nichts für ungut. Schönen guten Morgen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja. Morgen. Morgen. Auf dem idyllischen Meierhof zeigen sich immer wieder wunderbare, überraschende Ein- und Ausblicke. Sag einmal, wenn du nicht schreibst, diktierst, was machst du denn da immer? Ja, ich für sozusagen mein Urlaubstagebuch. Gell, ich bin doch kein Fotomodell. Na, hast du das gestrige Erlebnis auch gut verdaut? Ich schon. Und du? Ja, es war wirklich wild romantisch. Schau, stürmische Nacht am Chiemsee. Ich habe fast nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Ah! Gibt's eigentlich nur Frühstück? Doch, da müsst schon was geben. Also nach der Nacht habe ich einen Bärenhunger. Kathi! Hallo! Ja, Moment, ich komm ja gleich. Sauber spülen, bitte. Ja. Ja, also die Gute, die ist halt auch ein bisschen überfordert. Nein, sie hat halt viel Arbeit. Naja, aber dass sich da der Bauer nicht nur am Markt einstellt. Ja, mei, ich glaube, eine gute Kraft ist halt ziemlich schwer zum Kriegen. Ah, aber du wolltest doch ein Frühstück. Hallo, Wirtschaft! Ja, Grulli 15, wo brennt's denn? Was bläst denn so? Ich hab dich gerufen, aber heute hörst du besonders schlecht. Und das macht auch keinen guten Eindruck, wenn man mit den Gummistiefeln ins Haus geht. Duke! Und außerdem soll man Gäste nicht duzen. Also gut, was feit? Was feit? Was feit? Sei doch nicht so geschürt. Was gibt es denn? Der Thomas, der Herr Maler, hat bloß gefragt, ob er jetzt sein Frühstück haben könnte. Auf Mittag um 10:30, weil ja sonst nichts anderes zum Dorf. Ja, guten Morgen. Schön haben Sie es hier. Ja, guten Morgen. Ja, geht ein Frühstück oder muss ich erst bei der Kurdirektion reklamieren? Oh, nein, um Gottes Willen. Das wäre ja noch schöner, wenn ein Gast bei uns kein Frühstück kriegen könnte. Da bist du und ich suche dich schon überall. Du sag einmal, Weibi. Nein! Was ist denn jetzt schon wieder los? He? Kathrin, so viel Zeit muss sein. Kathrin? Hm. Hast du am Sepp angeschafft, dass er sich um den da kümmern soll? Wie bitte? Ja, warum? Ja, weil vielleicht das Vieh gefordert gehört. Ja, ich habe aber gesagt, wenn er mit seiner anderen Arbeit fertig ist, der Sepp. Wenn der mit seiner Arbeit fertig ist, dann mach ich ihn fertig, das glaubst. Was machst du mit dem alten Rucksack? Das ist doch der Kampenwandertag. Da wäre noch das Frühstück. Ja, drei. Ist was nicht in Ordnung? Nein. Ja. Und dabei heißt's hier, bei uns ist der Gast immer König. Ach, was sag ich denn? Kaiser. Ach, jetzt,
Kein Problem, alles in Ordnung. Frühstück kommt gleich, Herr Kaiser. Gell? Was sag ich denn, Herr Mahler? Ja, aber sag's doch einfach Thomas. Herr Thomas, also, keine Sorge, Frühstück kommt gleich. Der Meirin, die Steigwand kannst endlich einmal lüften. Das riecht ja wirklich furchtbar. Aber da geht's schon noch. Vor allem, wenn man Essen serviert. Ja, ich mag ja mal den Luftstoff reinkommen, gell? So, Thomas, komm, setz dich gleich einmal her zum Tisch. Ich wüsste nicht, was ich lieber tät. Das Frühstück kommt da schon gleich. Fein. So. Und so kann's weitergehen. Und was wird das, wenn's fertig ist? Unser Hof soll schöner werden. Ausgerechnet jetzt. Ja, ausgerechnet jetzt. Unser Dorf soll schöner werden. Was soll denn das? Der Thomas, der Herr Mahler, will jetzt da frühstücken. Ich weiß schon. Weil er einen Bärenhunger hat. Ja, genau. Also, ich schaue jetzt einmal, wo mein Frühstück bleibt. Es ist ja kein Wunder, nach der Nacht. Sag mal, spinnst du jetzt? Diese wilde, stürmische Nacht am romantischen Chiemsee. Ah, der Agraringenieur ist eifersüchtig. Ich und eifersüchtig? So was kenn ja ich gar nicht. Gebonsai. Sepp. Gelacht mir doch alle miteinander meine Ruhe! Hallo! Weiber! Hoppala! Hoppala! Das sind schon noch stürmische Zeiten, was? Ich grüße Sie, Frau Streicher. Wie geht es Ihnen denn? Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, wie man es nimmt. Oh, irgendwelche Beschwerden? Nein, nicht direkt. Und indirekt? Also gestern, da auf dem Riverboat-Schaffel. Wo? Glaubst du das? Auf dem See, auf Nacht, mit dem Schaufelraddampfer. Ach so, Sie meinen Riverboat-Schaffel, ja. War's denn schön? Ach, das war sogar sehr romantisch, bis dann der Sturm angefangen hat. Ja. Ich hab mal ins Boot, Herzum. Ja, ich hab davon gehört. Es sind sogar 5 Segler gekentert. Ja. Sie? Ja, in der Urkunde vom Hauptgewinn ist gestanden, dass alles Inkel ist. Inkel? Ja, alles umsonst heißt das Ding. Ach so, natürlich. All inclusive, natürlich. Aber die Getränke für mich und den Herrn Mahler als meine Begleitperson, die haben wir frei selber zahlen müssen. Oh. Und ich hab ja wegen dem Inkel kein Geld dabei gehabt. Und dann hat der Thomas, also der Herr Mahler, alles bezahlt. 65 Euro. Ich habe Sie schon verstanden. Ich regel das. Haben Sie noch den Beleg? Den hat auch er. Ah, sehr diplomatisch. Wie waren Sie denn bisher so mit dem anderen Programm zufrieden? So dem Ayurveda-Kurs? Also, ich habe noch nie jemand so geschwollen über solche Binsenweisheiten reden hören. Essen bloß, wenn man einen Hunger hat. Nicht zu viel essen. Und was ein gescheiter Kräutertee ist, das hat schon meine Oma von ihrer Oma gelernt. Und mir ist jetzt nur schlecht vor den Reicherstaberl. Ja, dann lüften Sie Ihren Kopf doch mal richtig aus und gehen Sie zum Paragliden. Hm? Na, da habe ich es lieber gemütlicher. Die Ballonfahrt, die würde ich gern machen. Gut. Mit Begleitperson. Ja, guten Morgen, die Herrschaften. So. Selbst ist der Mann. Oh, Frau Streicher, ich bitte Sie, das mache ich doch für Sie. Ah, die Frau Reiter gibt uns die Ehre. Ja. Grüß Sie, ne? Wer die Wahl hat, gell? Ja, ja. Ja, Herr Meier, es tut mir sehr leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war doch mit einem Journalisten verabredet. Aha. Und der ist, keiner weiß, was, wie, wo. Hm? Ja, der ist nicht gekommen. Oh. Ja, ja, die Journalisten. Immer sind sie überall und nirgends. Oh, Moment, Moment, bitte so bleiben. Ja, genau das hat uns noch gefehlt. Frau Franziska, würden Sie noch enger hinrücken? Wieso? Frau Reiter, das Motiv. Fürstlich frühstücken zu zweien auf dem Wellnesshof. Herr Reiter, aber das mit der Wellness-Kneipkur haben wir doch gestern alles am Viehbrunnen fotografiert. Machen Sie einfach nur ein Frühstücksfoto. Ja, nur ein Frühstücksfoto. Aber... aber irgendwie fehlt hier die Idylle. Sollen wir vielleicht einen Schubkornister nebenstellen? Sag einmal,
Hast du keine Arbeit mit, he? Ach, Sepp, könnten Sie mir einen Ast oder sowas organisieren, damit wir das junge Paar einrahmen können? Ja, selbstverständlich, Herr Titti, sofort. So, Sepp, jetzt ist eure Jungs aufgezogen. Oh, ja, würden Sie noch enger zusammenrücken? Ja, ein bisschen ausschneiden, weichzeichnen und wir machen aus den Zweien ein romantisches Liebespaar. Hm? Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ach, gar nichts. Nichts, Frau Streicher. Der Didi hat manchmal einen etwas schrägen Humor. So, und jetzt hoch die Tassen. Okay. Aber da ist ja nur eine Tasse. Mensch, ich kann so nicht arbeiten. Moment, Herr Didi, Moment. Kathi, Kathrin, was ist mit dem Kaffee? Ja, kommt ja gleich. Ja, nicht gleich sofort, eine Tasse brauchen wir für das Foto. Grazie. Oh, wunderbar, wunderbar. Stellen Sie sich doch mal da drüben hin und halten den Ast über das traute Paar. Also? Etwas mehr nach hinten, bitte. Ach so, nachher. Au! Mein Gott, na, Herr Thomas, entschuldigen Sie, gell, das tut mir jetzt aber leid. Aber mei, für die Kunst, da muss man halt schon ein bisschen leiden, gell? So, da wäre dann die zweite Tasse. Wunderbar. Und jetzt hoch die Tassen und bitte lächeln. Alle Wipfelbach! Wipfelbach! Wunderbar, das war's. Dann kann ich jetzt endlich frühstücken. Also dann, guten Appetit. Ja. Oh, Jäckerl, der Kaffee fällt ja noch. Dauert es noch lang mit dem Kaffee? Ja, Herrschaftszeiten gleich. Na, na, na. Oh, wie das ja, gerade das Schnappschussartige vermittelt den richtigen Slice of Life. Ja, ja. Was? Ja, die Lebensnähe. Bloß, ich möchte ja nicht drängeln, aber das Licht wird nicht besser. Wir sollten Richtung Kampenwand. Wenn ich da so hinterschaue Richtung Sachram, mein Lieber, mein ja, Lieber. Ja, was ist denn? Da ist doch überall herrlichster Sonnenschein. Licht ist nicht gleich Licht, lichttechnisch gesehen. Ja, genau, das Wetter ist bei uns in die Bergfeier Schnee aufgezogen. Und dabei habe ich mich ja schon so auf die Kampenwandtour gefreut. Also da stellt sich jetzt schon die Frage, ob wir uns dieser Schlechtwetterfront da aussetzen sollen. He? Wo ist denn da ein schlechtes Wetter? Also so stabil war das Wetter ja schon lange nicht. Aber Kathrin, da kannst du gar nicht mitreden. Ne? Du kommst ja nicht von da heraus, du kommst ja von, ich meine, aus der Stadt. Nicht? Aber ja, aber wir haben auch in der Stadt ein Wetter. Und außerdem bin ich jetzt seit 20 Jahren jeden Tag da heraus. Also... Wegen dem Wetter braucht ihr euch keine Sorgen machen, das heute. Warum ist das so wichtig? Weil heute die Besteigung der Kampenwand auf dem Terminkalender steht. Mit einer Fotosession mit dem Hausherrn in der Wand, wenn er sich abseilt. Abseilt? Ah, so ab. So, Herr Thomas, jetzt greifen Sie schön zu. Und wenn du was fehlt, ich wäre dann in der Küche, gell? Können wir jetzt dann starten? Ja, 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 nichts wie los. Und denken Sie dran, machen Sie nur schöne Fotos, ja? Entschuldigung. Hallo, ihr Stefanie Reiter, Tourismusdirektorin Fremdenverkehrs am Wipfelbach. Was kann ich für Sie tun? Also, Abmarsch. Euer Preisträgerin sollte jetzt schon mitnehmen. Ich bin bereit. Schicksal, nimm deinen Lauf. Groß und mächtig, schicksalsträchtig, steht sie da, die Kampenwand. Der Berg, der kennt kein Einsehen mit. Na, führt euch gut, gehabt euch wohl. Für bevor, dass wir es nicht mehr sehen sollten, bewahrt mir ein gutes Angedenken. Ja. Wir brauchen keinen Rucksack nicht. Der Herr Fotograf hat da bestimmt alles dabei, nicht? Ja, bei dem sein Container auf dem Buckel. Von wegen, das ist alles nur Kameraausrüstung und ein Schlafsack, falls wir bivakieren müssen. Sie waren gut. Wir können da auf der Hütte drum einkehren. Und nein, Chef. Auf keinen Fall, gell? Für sowas braucht schon eine gute, hausgemachte Brotzeit, gell? So, und schon kann sie losgehen, diese Expedition. Vielen Dank. Ach, gern geschehen, Herr Thomas, gern geschehen. So, meine Herrschaften,
Ich wär fertig. Ja, ich bin schon lang. Anmarsch, meine Herren. Wir sind Kameraden der Berge und sehen von oben die Welt. Schlappetipap. So muss sich der Andreas Hofer gefühlt haben, wie ich sie nach Mantua gebracht hätte. Die Hände auf dem Rücken, mit ruhigem, festen Schritt. Es schien ihm gering der Tod. Bockmaß. Ja, Bockmaß. Die rührigen, etwas rustikalen Vermieter und ihre Angestellten werden von einer Tourismusdirektorin unterstützt, deren Hauptanliegen es ist. So, da wäre ich wieder. Entschuldigung. Hoppala. Alle weg? Ja, ich bin der einzig Zurückgebliebene. Das trifft sich gut. Mit Ihnen habe ich ohnehin noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit mir? Na, um Gottes Willen, was habe ich denn ausgefressen? Das werde ich Ihnen gleich sagen, aber hier sind erstmal die 65 Euro für Ihre Auslagen. Hm? Welche Auslagen? Ja, Sie haben doch gestern auf dem Schiff die Getränkerechnung ausgelegt. Aber Frau Reiter, das war doch privat. Ach so. Also ich meine, ich habe die Franziska, die Frau Streicher gerne eingeladen. Ja, um es uns hinterher wieder aufs Butterbrot zu schmieren. Wieso denn? Wissen Sie, mit wem ich da gerade telefoniert habe, Herr Mahler? Keine Ahnung. Mit meinem Büro. Und meine Sekretärin hat mir soeben mitgeteilt, dass der sehnlichst erwartete Journalist, der über unsere Bauernhofaktion berichten soll, unter dem Thema Urlaub auf dem Bauernhof, Spagat zwischen Landwirtschaft und Fremdenverkehr, dass dieser besagte Journalist Thomas Mahler heißt und schon seit einer Woche hier ist. Erwischt. Oh, das finde ich gar nicht nett. Ja, glauben Sie denn, wir würden Ihnen etwas vorspielen? Soll ab und zu vorkommen. Ja, aber bei uns ist doch alles echt und ursprünglich. Bei uns spürt man doch sofort die Aufrichtigkeit und Unverfälschtheit der Menschen. Liebe Frau Reiter, jetzt reden Sie gerade so wie Ihre Texte im Tourismusprospekt oder wie Ihre ungestellten Postkartenfotos. Aber wir machen keine leeren Versprechungen. Wir halten uns auch daran. Ich sag nur, fürstlich frühstücken auf dem Wellnesshof. Ja, aber die Leute mögen doch sowas. Die Leute wollen sich selber ein Bild machen, selber was erleben. Ja, und deshalb versucht man halt als Journalist einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Oh je, da sind wir jetzt aber ganz schön durchgerasselt. Ja, wieso? Also, dass Ihre Hauptgewinnerin ausgerechnet einen Urlaub am eigenen Arbeitsplatz gewinnt. Also, dafür kann keiner was. Nein? Das ist alles rechtens. Ich habe mich beim Notar schon schlau gemacht. Naja, also, wenn Sie noch gerne einen anderen Eindruck von unserem Tourismusangebot haben möchten, es ist kein Problem, die Suite im Seehotel zu reservieren. Lassen Sie es gut sein. Es ist alles schon ganz okay. Danke. Ja, und die 65 Euro? Ja. Die spenden Sie für den Kindergarten? Ja. Schaut sonst aus wie Bestechung. Da sind aber 65 Euro ein bisschen wenig. Ja, Sie sagen es. Kleiner Scherz. Ach so. Langsam, langsam. Ui, ui, du bist weh. Du bist weh. Nicht so schnell, langsam. So, und jetzt huckst du hier. Wunderbar, nicht jetzt fotografieren, nicht so fotografieren, nicht. Hans, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Abgestürzt. Abgestürzt? Ja, um Gottes Willen, hast du was gebrochen? Ausreden lassen. Ja, was ist denn jetzt? Oh, ja. Abgestürzt ist er nicht. Ja. Er hat sich bloß blutige Blattern gelaufen. Ja, sozusagen auf dem ersten Kilometer. Naja, dann werde ich wohl allein den Gipfel stürmen. Und den Bauern, den hängen wir halt dann in die Wand. Was? Fotomontage technisch. Oh. Hans, sag einmal, wann hast du die Schuhe zum letzten Mal angehabt? 25 Jahre, glaube ich. Oh. Jetzt lasst mir mal in Ruhe da sterben. Ah, nein, sitzen wir nicht, dann wird's schon wieder. Jetzt dahin. An Blutbladern stirbt man doch nicht. Ja, er nicht, aber ich. Du schaust aber noch ganz gesund aus. Wieder gesund. Mit meinem Kreuz geht's wieder einigermaßen, aber jetzt fällt uns ja die nächste Arbeitskraft aus. Und übermorgen kommt wieder eine. Ha? Mein Urlaub geht doch morgen zu Ende. Du vor lauter schnell, schnell und da was, hab ich ganz vergessen, dass du ja bei uns arbeitest. Ja,
Wieso? Wieso vielleicht? Also bei den bisherigen Arbeitsbedingungen muss ich mir das schon schwer überlegen. Aber Franzi, Franziska, Freude, Sie wissen doch, dass wir an gewisse Tarifverträge doch gebunden sind, nicht wahr? Ja, aber trotzdem gäbe es die Möglichkeit einer Gratifikation zur Weihnachtszeit. Was schnabbelt er damit? Ach, Frau Meier, das weißt du ja noch gar nicht. Der Herr Mahler ist sozusagen ein Tester. Was? Ja, er schreibt für eine große internationale Zeitung, wie es zugeht beim Urlaub auf dem Bauernhof, wie man mit dem Personal umgeht und so. Also, das mit der Weihnachtsgratifikation, das kriegen wir hin. Ein 13. Monatsgehalt, kriegen wir das auch hin? Ja. Ach, spinnst denn du? Da müssen wir drüber reden. Ach, nicht reden, festlegen. Oh, hast sonst noch einen Wunsch? Ja. Erstens. Eine gescheite neue Matratze. Ach, wenn's weiter nichts ist, die legen wir in der Kammer. Nein, nicht in die Kammer, sondern in die Ferienwohnung. Die bewohne ab sofort ich. Jetzt hörst du aber auf. Ja, wie soll denn der Bericht vom Herrn Mahler ausschauen? Ach so oder ach so? Ja, lieber war uns schon ach so. Ja, schon, ja. Was noch? Zweitens. Eine geregeltere Arbeitszeit mit vorheriger Absprache. Oh ja, wenn es weiter nichts ist. Und drittens, jetzt ja einen gescheiten Urlaub. Auf dem Meierhof in Wipfelbach. Ja, na, das überlege ich mir schon noch wohin. Weil einmal im Jahr sollte man schon über den Gartenzaun ausschauen. Halt, sehen Sie es, Herr Thomas, wie das Personal bei uns verwöhnt. Ja, ja. Gern schön einschreiben, gell? Ja, ja. Das wäre geklärt. Ach, ein Programmpunkt jagt den anderen, nicht wahr? Ach, Frau Streicher, für morgen tagsüber gäbe es noch was zu klären. Wer soll denn Ihr Ballonbegleiter sein? Was sagst du denn doch mir so? Ich hab Höhenangst, bin nicht schwindelfrei und als Ballast möchte ich auch nicht abgeworfen werden. Der Herr Journalist, ja. Der möchte bestimmt über unseren Ort von oben berichten. Ja. Also, ich hatte ja gestern am Chiemsee schon das Vergnügen. Und außerdem muss man als Journalist unabhängig bleiben. Nein, ich nicht. Nein. Ich feuer mit meinen Wasserblättern sowieso völlig außer Gefecht gesetzt, bin ich da. Ja, also dann bleib ja gerade noch. Na, wenn du ganz brav bist, nimm ich dich vielleicht doch lieber zum Heimatabend mit. Jawohl. Und anschließend finstern. Geh weiter, Chef. Leist mir dein Lotter. Brav sein. Darf die Begleitung auch weiblich sein? Ja, natürlich. Dann nimm ich die Bayerin mit. Was? Die hat jetzt eine ganze Woche für zwei gearbeitet. Die hat es redlich verdient. Ja, Franziska, Franzi. Ja, ich bin ja sprachlos. Chef, ich fürcht, das hält nicht lang. Thank you.